Und damit willkommen zurück hier bei Xerath. Gut, 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 gut. Dann schauen wir mal nach. Ach, eine Marineoffizier. Wozu auch immer wir den brauchen. Aber ist ja auch voll. Ey, hören wir da mal vorbei. Von ihr will ich nichts. Gut, Trade District. Das könnte eigentlich schon mal gut passen. Administration wird es wahrscheinlich nicht sein. Was haben wir da? Du bist ein Manager, den brauchen wir auch nicht, wirklich. Gut, was bist du für ein Genosse? Du bist, keine Ahnung, du bist aber auch ein Händler. Wir müssten eigentlich die Bar... Gut, das ist mit dem anderen, mit dem Cocktailglas wahrscheinlich einfacher zu finden. Hier die ganzen Spinde, die ignoriere ich gekonnt. Absolut das Gefühl, wir sind hier jetzt aber auch so weit im Kreis dann gleich gerannt. Da ist sie wieder. Der Besuch hier auf der Station hat sich richtig gelohnt. Wahnsinn, also das war mal eine Erfahrung. Hi, ich gehe wieder. Das Einzige, was wir machen, aus Frust, wir klauen hier die Kalkschalen. Aber warum denn nicht? Den Rest lassen wir. Das ist minderwertige Qualität. Aus irgendwelchen Importplaneten. Von irgendwelchen Importplaneten. So einfach ist es. Gut. Das mit dieser letzten Mission, das nervt mich schon so ein klein wenig. Komisch. Aber war. Ich meine, man kann doch... Hallo, das ergibt ja keinen Sinn. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten das als erstes gemacht. Dann wäre das Schiff wreck gewesen und die hätte uns dann... Also irgendwo war doch da ein Fehler. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis anders, zum Andocken. Anders, da kann ich... Andock Erlaubnis erteilt. Bla, bla, bla. Es ist ein Vergnügen, sie an Bord zu haben. Ich gebe dir Vergnügen an Bord. Du bist... Stehe ganz zu ihren Diensten. Zeig mir mal deine Fähigkeiten. Zeigen Sie mir bitte Ihre Fähigkeiten. Alles klar, gehen wir es an. Passt schon. Anheuern, die kostet uns 32.000. Mich einzustellen war ein verdammt cleverer Schachzug, Sir. The best of the best. The best of the best. Geht der Spruch nicht anders da? Weil wir die Besten der Besten der Besten sind, heißt das doch normalerweise, oder? Egal. Ach, mich wundert gar nichts mehr. Ah, herrlich. So, jetzt haben wir sie. Gibt es jetzt einen schlauen Spruch? Nö, ne? Halt. Okay. Speichern. Was kann ich? Hat das jetzt gespeichert, während ich an Bord gegangen bin? Ich habe mich wieder auf... Ich habe... So, gutes Deutsch ist schwer. Vor allem bei mir. Okay. Oh, ja, komm. Hallo, liebes Schiff, würdest du dich? Danke. Achso, ich wollte einen Techniker suchen. Na gut, wir haben da 99% Schaden. Höchstwahrscheinlich soll ich mit der werten Dame sprechen. Aber darauf habe ich keine Lust. So, was ich suche, ist natürlich ein Totenkopf. Verstehe ich immer noch nicht, warum der Totenkopf die Quests markiert. Aber ja... Lassen wir das mal so gelten. So, bei der einen Station 20 Quests, ne? Und hier wieder gar nichts. Wir können noch nicht mal anfangen, irgendeinen Handel zu treiben. Ich meine, ich bin ja schon versucht, mal einen Händler aufzusuchen. Einen Schiffshändler, um zu gucken, wie teuer denn solche Kähne sind. Damit man mal einigermaßen weiß, worauf man sich da so einlässt, ne? Aber, letzten Endes wird es ja eh wieder wahrscheinlich nur abgeschossen von Plutarch. Ah, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Da war ja was. Sehr schön. Ich möchte Geld verdienen. Wir brauchen Credits. Wir brauchen Schilde. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen einfach alles. Gefährliche Kriminelle einfangen. Es gibt da einen lästigen Zeitgenossen, der endgültig zum Schweigen gebracht werden soll, wenn Sie verstehen, was ich meine. Oh, sowas aber auch, das werden wir doch sofort tun. Auftragsdetails werden auf Ihr System übertragen. Oha.
Ah, die windige Rebecca Cornwell versucht, irgendwo Unterschlupf zu finden und sich ihrer Festnahme zu entziehen. Wir dürfen ihr nicht erlauben, ihr Versteck zu erreichen. 21.000 bekommen wir dafür. Sehr gut. Ich wusste, Sie sind genau der Richtige. Oh, was aber auch. Amigos. Ah, oh, das ist schön. Erinnert mich so ein bisschen an das Mexikanische. Hombre. Bist du Rocco? Ah, ich kann sowas nicht. Okay, wir haben ja gesehen, da sind ein paar Jägersche unterwegs und um die kümmern wir uns als allererstes. So. Und wisst ihr, was ich davor nochmal mache, weil ich nicht weiß, ob ich es gemacht habe. Ich speichere. Yay. So. Alle 5 Meter ist immer so das Beste, was man machen kann. Aha. Die feuern hier schon ganz kräftigst. So. Dann wollen wir dem da hier mal einheizen, so ein klein wenig. Ja, damit geht er dann schon besser, wenn wir den mal treffen. Das ist halt so die Grundvoraussetzung, treffen. Aber der scheint gleich hinüber zu sein, die Waffe ist leer. Das ist halt das Einzige, die überhitzt dann halt. Aber mal, ja, guck mal. Dafür haben wir den erst weg und dann werden wir schon beschossen. Das wird aber höchstwahrscheinlich dieses große Schiff sein. Wir könnten ja einen Überflug wagen. Danke, dass Sie unsere Station beschützt haben. Ah. Gut. Sah jetzt nicht aus wie eine Mexikanerin, aber wie sieht auch schon eine Mexikanerin aus? Da. Okay, dann würde ich sagen, werden wir natürlich immer auf die Plasmakanone übergehen und das Wichtigste bei solchen Schiffen, wenn man sie denn angreift, ist, genau, erstmal den Antrieb runterhauen, würde ich sagen. Weil, so wie es aussieht, will die natürlich dort unten rein, ne? Das können wir ja schon mal gar nicht zulassen. Treffen wir das überhaupt so? Die hat halt noch verdammt viele schützende Schiffe. Ich hoffe sehr, dass das nur ein Unfall war. Nein, das war kein Unfall. So, wie sieht's aus? Ah, Schilde. So, das war der Antrieb. Eigentlich noch nicht mal so schlecht. Keine Munition mehr. Okay. Die Schilde sind, die Antriebe sind zumindest weg. Das bedeutet, wir können uns erstmal verpieseln. Ja, aber nicht unter dem Schiff wegfliegen, du Blödmann. Mensch. Oh, Waffen. Wissen wir doch vom letzten Mal. Ne? Kabu, schalt mal Hirn ein. So, wo sind sie denn, die Kleinen? Fliegt das immer noch? Nur? Wow. Werden wir beschossen? Ja, wir werden hier von... Oh Gott, im Himmel. Wie viele waren das denn noch? Ich würde sagen, viel zu viele. Wie mache ich denn das? So, pass mal auf. Wir machen jetzt erstmal den da weg. Der hat uns auch beschossen. Gehören die zu Blutteich? Keine Ahnung, ist mir auch egal. So, der nächste. Den da. Zu weit weg. Der interessiert mich schon mal nicht. Alter. Okay. Danke, dass Sie unsere Station beschützt ja, haben. Das gibt hier zumindest ordentlich Ruf, Mensch. Kollege, das freut mich aber sehr. Komm. So, der nächste. Aber wir werden hier als ordentlich mit irgendwas Großem beschossen. Danke, dass Sie unsere Station beschützt haben. Oh, Lady, wenn du das jetzt noch 100.000 Mal sagst, ich will da nicht rein. Das ist das einzige Problem, das ich, denke ich mal, habe aktuell, dass da diese blöde Bahn in der Nähe ist. So. Wir hängen die jetzt einfach mal ganz geschickt ab. Ich meine, damit rechnen die gar nicht. So, Schub runter, umdrehen und, hallo? Kommt einer? Nicht wirklich. Doch, da. So, das war er. Ich meine, viel haben die ja nicht drauf hier, hä? Und der da. Sehr schön. Die lassen aber auch gar nichts droppen, hä?
Schön wäre es natürlich, wenn wir den Frachter bekommen würden. Vielen Dank, dass Sie sich um die Bedrohung unserer Station kümmern. Ja, gar kein Problem. Ich frage mich gerade, ob wir dann vielleicht den Frachter auch annektieren könnten. Ja, doch, zumindest ist mal... Die werden von irgendwas Großem beschossen, auf alle Fälle. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage... Ja, schon mal nix. So, ja, wir kümmern uns halt erstmal hier mit dem kleinen Kram. Was soll's? Ab nach oben. Ei, 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 ei. Ja, die Frage ist. Ah, okay, 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 okay. Ich sehe. Oh, weg da. Ich hau nicht wegen dem Schiff ab, weil das feuert. Ich hau ab wegen diesem blöden Gate. Da will ich nicht rein. So. Geht's doch. Rakete. Das Schiff ist noch... Ach, guck mal an. Der befeuert sich hier, befetzt sich hier mit dem anderen Schiff. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal auf die Plasmakanönchen. Und wählen hier mal das große Schiff aus. Noch 5 Kilometer bis dorthin. Gerade eben steckte es doch noch da zum Teil da drin, oder? Ich glaube, da kommen immer wieder neue Frachter, kleine von diesen Dingern da nach, da, den Jägern. So. Hätte ich zumindest mal das Gefühl. So, wo haben wir denn da was? Ist das was? Also ich würde sagen, das ist auf alle Fälle was. Schilde kritisch. Oje. Was? Nivellantrieb Mark 1. Nein, 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 das ist dann eher schlecht. Das ist dann schlecht. Puh. Ja gut, das ist natürlich das Problem, wenn ich dann so weit wegfliege und dann wieder mit dem Turbo Boost zurück. Das sollte ich halt möglichst lassen und den großen Geschossen ausweichen. Wozu haben wir den Drift? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe schwarz für mich. Beschädigt. Wie hässlich. Hülle beschädigt. Oh. Oh, oh. Schutzschild Mark 1. Beschädigt. Ja, ich hab's kapiert, dass der Schild beschädigt ist. Schutzschild Mark 1. Beschädigt. Oh Gott. Ich glaube, wir zahlen wesentlich mehr an Reparaturkosten, wie wir am Ende raus. Schutzschild Mark 1. Beschädigt. Ja. Ich glaube, wir zahlen am Schluss drauf oder legen drauf. Wir könnten das hinter der Stadt. Schutzschild Mark 1. Oh oh. Ich glaube eher, es wird ein Game-Over-Screen geben. Hm. Von wem wurden wir jetzt eigentlich so heftig gerade beschossen, frage ich mich. Wir machen mal was ganz Verrücktes. Guckt euch das mal an. Das ist ja fast schon... Puh. Hm. Aber das Schiff dort hinten ist fast zerstört. Ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt an die Station andocke und dort mal repariere. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch so hin. Wird ein bisschen schwierig, aber... Ja... Ich gebe mich mal... recht positiv. Da sind ja die Dinger. Kriegen wir die von hier aus weg? Sieht fast so aus. Bleib mal. So, die sind hinüber. Nee. Schilde kritisch. Hülle kritisch. MW Pulslaser Mark 1. Beschädigt. Tja, und ich würde sagen, wir sind hinüber. Wir fliegen jetzt wahrscheinlich auf dem letzten Prozent. Wir fliegen dort hinten hin in die Bar. Da finden wir auf jeden Fall Techniker. Also das Schiff will ich noch platt machen. Hallo. Also mein Halt. Also nee. So was auch. Man sollte es vielleicht nicht unterschätzen. Und wir sollten vielleicht doch mal in Schilde und sonstiges investieren. Ich denke, das macht Sinn. Wir fliegen ja immer noch mit den ersten Schilden durch die Gegend. Ja. Ja, ja.
Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Schauen wir mal, was übrig bleibt. Wir haben ja einiges an Credits. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Wäre vielleicht... Wir sind hocherfreut, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Verkehrt. Ja, gut. Ist es jetzt so nebelig, weil es hier so neblig ist, oder so neblig, weil das Schiff so beschädigt ist? Extrem gute Frage. Wäre natürlich an die Frage gewesen, ob es vielleicht nicht Sinn macht, da eine Attentäterdrohne zu holen oder etwas anderen dergleichen. Ja, jetzt erstmal hoffen, dass wir hier einen Techniker finden. Ansonsten sind wir eh so gut wie aufgeschmissen. Ey, nicht an der Tastatur hinblieben. Da will ja eh nicht mit uns reden. Was bist du? Will nicht mit uns reden. Was haben wir denn hier in der Kneipe? Leute, die erst recht nicht mit uns reden wollen. Drohnenhändlerin. Was haben wir da? Rekrutierhilfe. Ach zum Teufel. Du bist... Warum werden wir immer mit diesem Zeug belästigt? Weiß ich nicht. Du bist nur ein Manager gewesen. Techniker. Ah, du bist eine Pilotin. Du bist... Schwarzmarkt. Das dauert mal so ein bisschen, bis die sich da aktualisieren. Dann warten wir dann vielleicht mal so in der Nähe. Na, was bist du? Rekrutierung? Oder man muss die von vorne ansprechen? Das macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Der hat nichts. Die läuft an und dumm durch die Gegend. Ich weiß, dass ich gerade zurückgehe, aber... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich woanders dahin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Dass ja auch nirgends die Leute sind, die man einfach mal... Nerv! Die man einfach mal so braucht auf die schnelle Welle. Marine, das ist uninteressant. Ja, ich weiß, dass ich zu meinem Schiff zurückkehren soll. Es muss ja immerhin repariert werden. Waffenhändlerin. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Alles klar, gehen wir es an. Was bist du? Der Neutronenbrecher V ist der in allen Sektoren am meisten verbreitete Raketentyp. Uninteressant. Schwarmkiller. Was ist das da? Hydra-Schwarmkiller. Wird nur in großen Schwärmen eingesetzt. Jede einzelne Rakete ist ein Werkzeug. Ja. Das ist, was ich jetzt aber nicht will. Nova-Drohnen. Raketenkosten schweinisch viel. Geht eigentlich, ne? Schönen Tag wünsche ich. Ich hätte liebend gerne Laser gehabt, muss ich offen und ehrlich dazu sagen. Ah, gut, wir haben ja Zeit. Komm, wir machen die andere. Ich meine, die ist ja immerhin als schwer deklariert. Wobei, so schwer ist sie jetzt auch nicht wirklich, wenn man sich nicht gerade blond anstellt. So richtig blöd. Sollte das eigentlich klappen? Aber naja. Dann fliegen wir mal darüber. Ich meine, nach dem Techniker habe ich ja nicht Ausschau gehalten. Vielleicht finden wir ja da was. Wir machen die Mission auf jeden Fall fertig. Wir haben wieder volle Schilde. Ach, guck mal an, das ist dann sogar Albion Energy Corp. Also sollten wir Aufträge nicht annehmen, die gegen die sind. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Mensch, da habe ich ja nochmal dreifach Dusel gehabt. Wir sind hocherfreut, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Schleim mal hier nicht so rum. So, mein Freund, was hast du denn zum Verkaufen? Bergbau interessiert mich nicht wirklich. Sobald wir mal ein Mining-Schiff haben... Dann war das natürlich
nachholen. Mensch, hier sind viele Leute. Also da werde ich doch bestimmt was finden. Das ist eine Architektin. Weltraumfrachter, Nahrungsmittel, Schrott. Dass es diese Highways vor 40 Jahren noch nicht gab, übersteigt schier das Vorstellungsvermögen. Schrott. Was ist alles nur Schrott? Die will eh nicht mit uns reden. Da ging es nicht lang. Was hast du? Schwarzmarkt. Laufen Sie nicht vorbei. Ich habe hier alles, was Sie brauchen. Ja. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Ich fordere jeden heraus, meine Qualität und Preise zu schlagen. Ja. Tschüss. Kann ich jetzt gerade gar nichts mit anfangen. Weder, weder auf die eine noch auf die andere Art und Seite. Tract. Was haben wir denn hier? Hallöchen, mein Freund. Wieder nur ein Weltraumfarmer. Das, was ich suche, gibt's wohl nicht, hä? Waffenhändlerin. Treten Sie näher, Pilot, und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Ja, bestimmt. Und mit diesem wunderhübschen Gesicht verabschiede ich mich. Ob diese Dame die Waffen hat, die ich benötige, werden wir dann auch erst beim nächsten Mal sehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba!